Rail Cargo Gruppe. Die Rail Cargo, Tochterfirma des ÖBB-Konzerns, steht vor enormen Herausforderungen, einfach weil sie in einem extrem komplexen Umfeld arbeiten. Auf der einen Seite also schienengebunden, Anbindung an andere Logistikzentren, unterschiedliche Standorte, eher eine klassische Organisation. Und auf der anderen Seite brauchen sie tagesaktuelle Marktanpassungen. Und das ist der erste Fall, der erste Case, den ich euch auch zeige, wie es gelungen ist, dort mit agilen Team-Meetings führen auf Distanz mit modernen Methoden anders zu gestalten. Bevor das Ganze mit Corona losging, haben die Führungskräfte das erlebt, was ihr hier seht. Also zahllose Meetings, 498 Meetings an über 220 Tagen inklusive Anreisezeiten. Da bleibt nicht mehr sehr viel Zeit für anderes. Und ich weiß natürlich nicht, wie es euch geht, aber vielleicht verspürt ihr das so ähnlich, dass der einzige Konsens dann bei Meetings eigentlich ist, dass es langweilig war. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell, außer übrigens in den Schulen, da könnte ich auch ein Lied dazu singen als Vater von 4 Kindern, aber dass es erstaunlich schnell gelungen ist, diese Meetings auf online zu übertragen. Und es ist natürlich die Frage, ob dieser Tausch, so wie ihr ihn da hier seht, so schön dieser Austausch von den On-Site-Meetings zu den Online-Meetings tatsächlich immer so gelungen ist. In Social Media ist neulich ein Foto rumgerannt, das ich jetzt einmal angepasst habe und das ich für sehr bezeichnend erachte. Was ist denn das für eine Scheißsendung? Hey, du bist im Montagmorgen-Management-Meeting. Und nur weil die Meetings jetzt online sind, heißt das nicht, dass sie besser geworden sind. Ganz im Gegenteil.